Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal wieder was Neues an. Und zwar geht es dieses Mal um eine Philips Sonicare elektrische Zahnbürste. Die nennt sich genau 4500 Protective, habe ich das richtig ausgesprochen? Protective Clean, genau. Und ist eine sogenannte Schallzahnbürste. Hat aber nichts mit Schall zu tun, kommen wir dann gleich noch drauf. Ist auf jeden Fall aus dem Hause Philips, ist so ein Einsteigermodell, sage ich jetzt mal, und ist in Weiß gehalten, gibt es glaube ich auch noch in der schwarzen Farbe, soweit ich gesehen habe, hat verbaut einen Drucksensor, also merkt, wenn man zu fest aufdrückt auf das Zahnfleisch bzw. auf die Zähne und gibt dann ein Signal, hat zwei Putzeinstellungen, steht hier. Ich glaube einmal Clean und einmal White nennt sich das. Clean ist das ganz normale Reinigungsprogramm und White ist das, wenn man eher einen Zahnbelag drauf hat, der die Zähne etwas eingefärbt hat, dann kann man dieses White nehmen. Ist also so, wie ich das jetzt gehört habe, nicht für den täglichen Gebrauch das White, sondern das Clean wäre es dann. Was steht hier? Quad Pacer und Smart Timer. Also er hat dann praktisch er teilt sich das Gebiss dann auf vier Seiten auf und hat dann so einen eingebauten Timer anscheinend drin. Lithium-Ionen-Akku, das ist auch sehr gut, mit 2 Wochen Laufzeit. Also vollgeladen soll der dann 2 Wochen halten. Ist meine Ansage. Also meine jetzige Zahnbürste, die hält bestimmt nur 1 Woche, glaube ich. Aber gut, die habe ich auch schon eine Weile. Entfernt Zahnverfärbungen, sanft und effizient. Das wird dann dieses White-Programm sein. So, W2 Optimal White Bürstenkopf. Klar, da gibt es natürlich auch verschiedene Bürstenköpfe aus dem Hause Philips. Da ist es, glaube ich, auch nur einer dabei. Ich denke mal, da müssten aber dann andere auch drauf passen. Da hat ja jeder so seine Vorlieben. Und da ist jetzt halt dieser White Bürstenkopf eben mit dabei. Hier steht auch Schalltechnologie. Also, der hat 62.000 Bewegungen pro Minute. Kann natürlich kein Mensch nachprüfen, ob das stimmt. Aber das sind eben diese Schallzahnbürsten, die eben so einen hochfrequenten Ton von sich geben. Und das meint man eben, dass das Schall ist, hat aber gar nichts mit Schall zu tun. Im Gegensatz zu der normalen Zahnbürste, die dann eben so eine Rotationsbewegung hat. Das ist dieses andere Lager und das andere ist dann eben die neuere Technologie, diese Schalltechnologie. Also ich habe beide schon verwendet, beide Technologien und ich kann eigentlich wirklich nicht hundertprozentig sagen, was es da besser ist. Das Schall, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil das wirklich ganz schnell vibriert. Das kitzelt dann auch erstmal. Bei der Rotationszahnbürste ist das eher nicht so der Fall, weil das ist man eher gewöhnt. Aber sauber werden eigentlich die Zähne mit beiden Technologien. Genau. Ja gut, hier steht noch ganz mögliche Ladestandsanzeige, ist ein Lämpchen mit dabei. Energie, Erinnerungsfunktion für Bürstenkopfwechsel, genau das hat das auch noch mit eingebaut, ist natürlich eine clevere Geschichte. Da macht natürlich Philips dann auch noch ein bisschen Geld. Natürlich wird man daran erinnert, dass man mal wieder ein neues Bürstchen kaufen soll. Also soll so eine Bürste hält normalerweise so 3 Monate, sagt man, dann sollte man die auch mal austauschen, weil die dann einfach nicht mehr die Form hat und die Leistung bringt. Ja, manchmal habe ich auch schon mal länger, ein bisschen 4 Monate oder so, aber man sollte es schon regelmäßig. So, jetzt packen wir das auf jeden Fall aus. Ich labere wieder viel zu viel. Sorry. So, also fangen wir mal hier an. Da ist ein schönes Etui mit dabei. So eine Bürste, wenn sie 2 Wochen durchhält, wirklich, kann man sie natürlich auch wunderbar auf die Reise mitnehmen. Da passt dann eben hier das Handstück mit dazu und so wie es aussieht, 2 Bürstenkopfköpfe. Ladegerät wird natürlich nicht reinpassen, aber wie gesagt, wenn es 2 Wochen hält, der Akku, braucht man das nicht unbedingt mit dabei haben. So, da kommt nichts mehr raus. Dann, was haben wir hier? Ein schönes, dickes Handbuch in zig verschiedenen Sprachen. Und dann haben wir hier nochmal bebildert, was da alles mit dabei ist und wie alles genau funktioniert. Ich denke mal, das ist alles selbstbeschreibend, das Ding. Wenn man schon mal so eine Bürste gehabt hat, hier hat es eine Garantie. Aber gar nicht auf Deutsch, doch hier
jetzt ein Jahr zusätzliche Garantie, da kann man sich also registrieren lassen, dann gibt es ein Jahr drauf, wunderbar. Dann haben wir hier nochmal Garantiekarte. So, was haben wir denn hier Tolles? Also einmal, das wäre dann hier der Bürstenkopf. Da seht ihr schon, ich hole meine Schere, kleinen Momentchen. Dann machen wir mal wieder gar nicht vorbereitet. So was sollte man natürlich gleich mal zur Hand haben. So, schneid mal das gute Stückchen mal auf. Genau, hier sieht, so sieht das von unten aus, der Bürstenkopf. Vielleicht auch mal ganz interessant. Stellst du dich scharf, liebe Kamera? Jetzt so. Das ist irgendwie Metall hier unten. Und dann ist das so eine Abdeckkappe. Da wäre das Bürstenköpfchen. Sieht ganz interessant aus eigentlich. Ihr seht auch so die Seitenform. Ist also nicht alles gleich, sondern hat hier verschiedene Höhen von den Bürsten. Ist das alles unscharf hier? Das sehe ich gar nicht genau. Also, so sieht es eben aus. Haben wir das auch gesehen. So Bürstenköpfe, die kosten natürlich richtig Geld. Also habe ich noch, das, da machen die Hersteller eigentlich so wie bei den Rasierern eben auch. Da machen die eben ihr Geld, sage ich jetzt mal. Nicht unbedingt mit den Handgeräten oder mit den Geräten an sich, sondern eben dann im Ersatzgeschäft, wie bei den Druckern und überall heutzutage. Das Ding ist schon an, clean, Batterie, brennt schon, okay. Also hier haben wir das Ding, das ist so ein matt weiß, ist eigentlich jetzt nicht irgendwie gummiert oder sonst was. Muss man schauen, ob das dann gut in der Hand liegt auf Dauer. Jetzt machen wir mal so ein Bürstenköpfchen drauf, ich glaube das wird nur drauf gesteckt. Oder auch nicht, doch, man muss aber schon ein bisschen fester aufdrücken. So, und jetzt haben wir hier, steht er automatisch auf Clean. Dann könnte man hier umschalten auf White. Ich denke mal, das ist mit diesem Knopf machbar. Da unten die Batterieanzeige leuchtet mal grün. Und diese Anzeige hier wird dann erscheinen, wenn man dann den Bürstenkopf mal wechseln sollte. Wie das dann allerdings ist, wenn man jetzt zu zweit so ein Gerät verwendet, ob der das dann erkennt, das weiß ich natürlich nicht. Oder ob der das einfach addiert. Da müsste man ja alles doppelt so schnell wechseln. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Jetzt lassen wir es ja mal laufen, nicht erschrecken, kann ziemlich laut sein. Ich komme mal näher her. Also das ist jetzt so die Lautstärke. Das vibriert dann ganz schön im Mund, ja. Das können wir da mal umschalten. Geht es gar nicht. Nee. Moment. Ah, jetzt. Das muss man also wieder ausschalten. Und dann kann ich hier unten das Programm. Machen wir mal das hier an, das White. Ah, hört sich anders an. Nö. Doch, ein bisschen anders hört sich es an. Je nachdem, wie ich das halte. Mal ausmachen. Ja, definitiv anders. Okay, also scheint doch einen Unterschied zu geben. Jo, das war es eigentlich schon. Der kommt dann hier in das Ladegerät rein. Wie gesagt, alle 2 Wochen aufladen. Kann man natürlich auch früher machen, aber durch diese Ladestandsanzeige weiß man ja, wann man aufladen soll. Und dann muss man halt nach Ersatz schauen für die Bürstenköpfe. Jo, von unten sieht es noch so aus. Ist halt so ein, wie heißt es bei den Handys, so ein kontaktloses Laden halt, also da ist jetzt kein Metall oder so, aber das kennt ihr ja. Okay, das war's schon. Hoffe, euch hat's ein bisschen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, würde mich freuen. Abo natürlich auch, wie immer. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao!